Herr Minister, was die Menschen am meisten interessiert ist, wofür stehen Sie für Schulden, für Geld zurückzahlen? Wann wird Österreich anfangen, seine Schulden effektiv abzubauen? Also ich stehe für Entlastung, nämlich ehrliche Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist das eine Elementum. Daher nehme ich auch, für das ich schon vorab kritisiert werde, in Kauf, dass wir nicht unmittelbar um jeden Preis, wie ich es formuliere, auch das Nulldefizit in dem Bereich anstreben. Ich stehe aber für ein möglichst frühes Nulldefizit. Ich gehe davon aus, wir werden in den nächsten 2 Jahren mit allem, was wir jetzt an Initiativen setzen, die Möglichkeit haben, auch diesen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Und das wichtige Element ist, wir haben ja die positive Konjunktur, die wir derzeit als Rückenwind haben, auch als Erfordernis, um unseren Schuldenabbau zu dynamisieren. Und daher gehe ich davon aus, werden wir von den derzeit sehr, sehr hohen 80% Staatsverschuldung in den nächsten Jahren doch unserem Ziel deutlich näher kommen. Mein persönliches Ziel ist es, in dieser Periode dazu beizutragen, dass wir auch unter die 70% kommen. Ich habe mir Ihren Budgetvortrag durchgelesen, da fällt das Wort Transparenzdatenbank. Die gab es einmal ganz kurz und dann nie wieder, als man gesehen hat, wer aller wie viel Geld bekommt. Was macht Sie zuversichtlich, dass man dieses Mal dieses Modell durchziehen kann? Also auch wenn Sie es nicht gelesen haben, es steht in vielen Unterlagen und es ist auch ein klar deklariertes Ziel, diese Transparenzdatenbank wirklich mit auch Leben zu befüllen, damit wir die Chance haben, richtige Entscheidungen zu treffen, gerade wenn es um die Förderungen geht. Wir haben hier heute auch einen Beschluss über die Fördermaßnahmen des Bundes, wo wir im Budget 18-19 auch Einsparungen von in Summe 5% uns fixiert haben. Und es wird genauso gelten, das für die Zukunft zu pflegen, weil ohne Transparenz ist es schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie wollen nur mal jede dritte Stelle im Bund nachbesetzen. Was bedeutet das konkret in Zahlen? Wo stehen wir in 5 Jahren mit den Bundesbediensteten? Also wir haben eine Ausgangsbasis von über 130.000 derzeit Beamtinnen und Beamten. Bitte auch an der Stelle erlauben Sie mir zu sagen, die sehr, sehr gute Arbeit leisten in allen Bereichen, ja, damit das auch ganz klar ist. Wir haben aber auch in den Ministerien durchaus die Möglichkeit über Pensionierungen der nächsten Jahre, da reden wir von einigen tausenden Personen, wo wir dann aber auch hier zielgerichtet, ja, nämlich nicht quer drüber diese Einsparung setzen können, sondern zielgerichtet schauen werden, wo ist es notwendig, in Sicherheitsthemen zu investieren, auch in der Bildung den Schwerpunkt, den wir haben, im Regierungsprogramm abzusichern. Dafür können wir über Automatisierung, Digitalisierung sicher in den nächsten Jahren diese Einsparungen vornehmen. Letzte Frage, wie schwer fällt es Ihnen der Umstieg vom Manager zum Politiker oder zum politischen Manager? Also derzeit gar nicht, weil ich es so erlebe, auch über die Erfahrung von Kostenprogrammen, von Restrukturierungsmaßnahmen in der Privatwirtschaft, wo ich in den letzten Jahren auch dort sehr stark im Einsatz war. Es ist natürlich eine andere Dimension, es ist eine andere Grundlage, aber ich freue mich, dass ich hier sehr viel Expertise mit einbringen kann.